Also hallo meine Freunde, wir fahren heute auf die ISPO Outdoor München. Wenn ihr wissen wollt, was wir da erleben oder wenn wir da dürfen, dann bleibt dabei. Automesse ankommen. Hinter mir ist schon der Eingang. Und dann schauen wir, was wir jetzt erleben. So Leute, wir sind jetzt direkt auf der Automesse in München. An der Stelle möchte ich mich ganz recht herzlich beim Marco bedanken von Oberland Rocks, der was mir da das Mikrofon gleich hat für die Messe, damit man mich besser versteht. Ein recht herzliches Dankeschön an dich. Und dann schauen wir, was hinter Tag, wie gesagt, so ergibt. Heute ist ja die Automesse zum ersten Mal da in München. Bin echt gespannt, wie die sein wird. So Leute, wir sind jetzt auf dem Stand von Discobet. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Und wir haben jetzt den Chef neben mir und wird jetzt erklären, was er da hat. Ganz genau, das sind also unsere Betten. Das sind die klassischen neuen, der Ersatz für die Feldbetten, was es sonst regulär gibt. In einem einfachen, patentierten Gestell. Baust innerhalb von 5 Minuten auf, genauso schnell baust es ab. Hast eine Tragkraft, die bei 130 Kilo anfängt. Normalerweise fangen andere Hersteller hören da auf und die geht bis 270 Kilo hoch. Also auch die schweren und großen Leute. Unser größtes Bett hat eine Liegefläche, das ist 2,15 Meter lang und 1 Meter tief. Also da passt wirklich auch einer mit rein, der ordentlich was auf die Waage legt. Also so wie ich? Na, ein bisschen mehr sogar. Darf noch mehr. Zwei von dir gehen damit rein. Das geht auf jeden Fall. Die kommen immer, die Betten, in den Tragetaschen. Das heißt, du hast immer einen organisierten, verpackten Status. Du hast also immer wirklich diese Ware da, die du halt danach auch brauchst und nimmst halt mit. Ein Campingmobil, im Auto hast du immer Platz für so eine Tasche. Das ist immer das Faktum. Das Gute gegenüber herkömmlichen Betten ist, du hast hier eine Liegefläche, die du in die Waschmaschine packen kannst. Die packst bei 30 Grad in die Waschmaschine und jedes Mal, wenn du das Bett auseinander nimmst und die Liegefläche waschst, gibt es wieder neue Spannkraft. Also du liegst dann nachher wieder komfortabler mit drin. Keine Querstreben, gar nichts. Ja, klingt ganz interessant. Und wie liegst du rein, Julia? Schon angenehm, oder? Was ja ganz interessant ist, sind die neuen Lampen mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Da kann man vielleicht der Chef auch noch kurz was erklären zu den Lampen da. Ganz genau, das ist unser neues Distlight, das ist brandneu, was wir jetzt damit draußen haben. Das hat dann verschiedene Lichtmodi, gibt es in zwei Größen. Wir haben die kleine, wie es so schön heißt, das ist die X5 Mini. Die hat einen UVP von 39,90. Du hast hier fünf verschiedene Lichtmodi. Du kannst ja gerade mal schnell zeigen, da sieht man jetzt gerade die Taschenlampe, die an ist. Dann hast du hier einen normalen Leselichtmodus. Dieses Licht läuft 80 Stunden lang. Okay. Also da hast du eine Batterieladung, die dafür 80 Stunden reicht. Oder du hast halt da das helle Licht für dein Vorzelt, für dein Zelt, fürs Caravan, egal wo auch immer. Dann hast du ein Alarmlicht, das du einstellen kannst. Dieses leuchtet 40 Stunden. Also das heißt, wenn da im Berg was passiert, bist du halt wirklich geputzt und gestriegelt, kannst du auf dich aufmerksam machen. Und eine der wichtigsten Funktionen ist das Moskitolicht. Das ist ideal, finde ich. Absolut. Du hast eine Wellenlänge, die halt dafür sorgt, dass du schlicht und einfach hier in dem Bereich die Moskitos fernhältst. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, aber die mögen das Licht nicht. Es gibt eine bestimmte Wellenlänge, die sie nicht vertragen. Besser ein bisschen einen Schutz als gar keinen. So sieht's aus, genau. Vielen Dank fürs Zeigen. Gerne, danke auch. So, it's a pressure shower. You put some air in it, water is in it. Just push it up and then you can have a nice shower. This one is 11 liters and it goes 5 to 7 minutes that you can use it. Okay. Bag is always black, so it will absorb the water and the sunshine, so it will heat up itself. Okay. This is the same model. This is 22 liters. The opening is a little bit bigger and you can shower about 11 to 12 minutes with it. And it comes in these easy packages. You can use it for take a shower, you can use it in the kitchen, you can use it for wiping your backpack off, whatever you want, you can
It's also very nice for when you have camping. Yeah. Okay. Multi-use. Even when you go mountain biking, just clean your bike before you put it back in the car. It's also possible. Or the dog's feet after walking. So plenty of possibilities. Okay, thank you much for your time. So, meine Freunde, wir sind jetzt am Stand von Nightcore und da hat sie uns gerade vorher ganz kurz gesagt, die neuen wasserdichten Powerbanks von Nightcore, da eine kleine und da eine große. Und was sie jetzt auch ganz neu haben, das sind die XXL Powerbanks, was auch ideal für Camping sein, haben wir den NBS 400 mit über 132.000 mAh. Und jetzt habt ihr verschiedene Steckermöglichkeiten. Es können jetzt da US-Stecker oder natürlich Euro-Stecker anstecken. Und natürlich USB, USB 3.0, 2.0 und natürlich 12 Volt. Der Preis liegt ungefähr bei gut 400 Euro. Hallo Autobody, endlich sehen wir uns wieder. Meistens immer nur auf Messen. Ja, so ist das, hallo. Zu mir kommst du ja nicht mehr. Nee, ich habe keine Lust mehr auf Tirol. Tirol hängt mir so im Hals raus, geht gar nicht. Ich muss auch weiter, tschüss. Nee, ja, es ist halt so weit. Ich war ja im Februar wollte ich ja nach zum Winterbiwak zum Sascha, ja. Dass mir die Karre ja verreckt, da muss ich abbrechen. Und ich war ja im Mai, war ich da mit meiner Frau beim Sascha. Ja, genau, das habe ich mitbekommen. Du hast ja momentan ein Riesenproblem mit dem Auto, haben wir mitbekommen, gell? Ja, das Auto war schon wieder kaputt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich glaube, es war Zeit, dass du ein anderes Auto kaufst. Ja, ich gehe mal nächste Woche, übernächste Woche ein neues Auto bestellen, ja. Okay. Dann wird der verkauft. Ja, wie lange bleibst du da auf der Automesse? Ja, ich bin bis Mittwoch hier. Bis Mittwoch. Ja, wir sind diesmal nicht nur einen Tag, sondern bis morgen Nachmittag, späten Nachmittag. Dann werden wir wieder nach Hause fahren. Aber auf der Messe Friedershafen werden wir wahrscheinlich auch dabei sein. Und wie ist es bei dir? Nee, da bin ich in Amerika. Da bist du in Amerika, okay. Dann machst du in Amerika einen Buschkraft. Ja, ich mache 3,5 Wochen Amerika und Kanada. Rundreise. Auf das freue ich mich schon auf die Videos. Ich hoffe, machst du noch Videos? Weiß ich nicht, mal gucken, ja. Vermutlich wird schon das ein oder andere Video dabei rauskommen, ja. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß da auf der Automesse. Vielleicht sehen wir uns ja wieder mal. Danke, ebenfalls. Gut, ciao. Ciao. So, ja, ein kleiner Eindruck von der Messe. Hinter mir haben wir auch die Firma Krempwerk mit Dachzelten. Und viele, was mein Kanal ja anschauen, die wissen ja, dass ich auch mit Dachzelt unterwegs bin. Wir werden heute sogar im Dachzelt schlafen, auf einem Campingplatz. Oder vielleicht da bei der Messe beim Campingplatz. Und ja, echt ein super Eindruck. Vor allem heute voll richtig auf, dass heute jetzt nicht so viele Leute da sind. Relativ ruhig ist es heute. Richtig angenehm. Wir sind jetzt am Stand von Ticket to the Moon. Und der Kollege hat jetzt gerade etwas erzählen. Grüß euch, freut mich sehr, dass wir mit euch ein kurzes Interview machen dürfen. Wir würden euch gerne unsere neuen Produkte vorstellen. Wir sind bekannt für unsere Reisehängematten. Wir produzieren in Bali in unserer eigenen Manufaktur, wo wir ungefähr 250-300 Näher haben. Natürlich unter Fairtrade-Bedingungen das Ganze. Wir haben drei Standardmodelle von den Hängematten, die alle aus Fallschirmseide hergestellt sind. Sind alle 3,20 Meter lang, nur variieren sie in der Breite, weil je nachdem wie diagonal man drinnen liegt, umso angenehmer und bequemer ist das Ganze. Das heißt, bei den Größen geben wir immer von der Breite her so 20-30 cm dazu, damit es dann angenehmer wird. Unser Standardmodell, das ist die Compact. Die Compact hat 500 Gramm Gewicht, das heißt eh schon was sehr was Leichtes zum Mitnehmen auf dem Berg. Bereits integriert sind Stahlhaken zum Einhängen quasi in die Justierung, damit man es richtig aufhängen kann. Und 3,20 Meter lang und 1,55 Meter breit. Also da kann man schon alleine gemütlich drinnen liegen grundsätzlich. Wenn es jetzt wirklich um Schlafen und Übernachten geht, würde ich dann doch eher die nächste Größe empfehlen. Das ist eine Original. Die hat eben 2 Meter in der Breite dann gleich. Also da hat man wirklich schon angenehm Platz auch zum Diagonal drinnen liegen. Und dann die dritte Größe wäre die King Size. Die hat dann nur 200 Gramm mehr als wie die Compact. Und da kann man dann auch wirklich zu zweit schon gemütlich drinnen chillen. Das ist schon ziemlich cool. Als Zusatz haben wir dann unsere Aufhängungen. Das heißt, man muss ja die Hängematte auch noch befestigen und räumen nach Möglichkeit. Gibt natürlich auch Gestelle dafür, aber idealerweise in der Natur hängt man es auf einem Baum. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein nautisches Seil. Das sieht folgendermaßen aus. Ein ganz normales Rope, wie man es kennt, aus dem Segelbereich, aus dem Kletterbereich. Man macht selber im Endeffekt Knoten hinein und kann dann die Stahlhaken in die Knoten hineinhängen.
Die ein bisschen komfortablere und ein bisschen gefinkeltere Lösung ist im Prinzip unser Moonstrap. Der Moonstrap ist aus Gurtmaterial gemacht, das heißt sehr baumschonend, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil ganz egal, ob ich im eigenen Obstgarten die Hängematte aufhängen mag oder ob ich im Wald bin, in einem Forst, ich möchte Bäume nicht zerstören und es ist Nachhaltigkeit sehr wichtig und die Natur. Da sind außerdem schon vorgefertigte Schlaufen drinnen, wo man dann die Stahlhaken einhängen kann. Das heißt, es ist auch komfortabel, weil man selbst nicht mehr die Knoten binden muss. Also ich persönlich finde die Straps auch feiner. Ich habe die selber zu Hause. Also für mich persönlich, ich finde die definitiv feiner als wie andere. Auf jeden Fall. Also ich kann die Straps nur empfehlen. Wir arbeiten grundsätzlich, wenn wir selbst unterwegs sind, eigentlich fast nur mit den Straps selber direkt. Dann, was ich nicht vorenthalten möchte, ist, wir haben den Outstanding Gold Award gewonnen von der Outdoor-Messe. Da kommen wir da herüber. Das ist dieses Prachtstück, Herrn Hängematte. Hat nur 228 Gramm. Ist auch grundsätzlich ein Nylon, ein bisschen ein anderer Stoff. Kommt mit Mini-Karabinern, auch noch einmal extra leicht und natürlich auch mit einer speziell leichten Aufhängung, die eine Mischung aus einem Treehugger mit dem Gurtmaterial ist, um die Bäume wieder zu schonen und zusätzlich den Nimacor-Quartz, weil man halt sehr viel Gewicht dadurch sparen kann im Grunde. Was wir da ebenfalls zu den Hängemattenprodukten dazu haben, sind drei Sachen. Das eine sind Moskitonetze natürlich, die man je nach Region auch entsprechend brauchen kann. Dann haben wir noch Tabs, das ist natürlich ein Regenschutz, kann man aber auch als Sonnendach verwenden, kann man aber auch als Windsegel verwenden und seitlich aufspannen, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir in diesem Fall auch eine Leitestab, die eben speziell aus Leichtmaterial gefertigt ist, um eben ein kompaktes Set anzubieten, das viel weniger Gewicht hat als jetzt das Standard. Zusätzlich gibt es dann noch hier unten, sehen wir unsere Moonkits. Das ist eine Isolation für die Hängematte. Also ein Underkilt sozusagen. Ein Underkilt, der Moonkilt ist ein Underkilt, der im Endeffekt wirklich schaut, gerade in Regionen, wo der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht sehr hoch ist, dass man natürlich dann in der Nacht wirklich auch geschützt ist vom Rücken her. Gerade der Nierenbereich ist da sehr wichtig, wenn man in der Hängematte liegt. Und da gibt es keine Probleme und kann man rein theoretisch auch 360 Grad zuziehen. Und eine Kapuze ist auch noch integriert. Also es ist einfach der Wohlfühlfaktor sehr groß in Kombination mit dem gesamten Set. Bis wie viel Grad gehen die underkühlt? Es kommt grundsätzlich ganz noch auf Verwendungszweck drauf an, weil grundsätzlich würde ich mal sagen, bei 15 Grad plus ist es noch wirklich ideal. Da kann es sogar noch sein, dass man sich sagt, okay, vielleicht brauche ich ihn doch nicht. Ne? Wenn es jetzt an untere Temperaturen geht, und ich meine jetzt, ich kenne Leute, die bei Minusgraden auch drinnen schlafen, da würde ich sogar empfehlen, entweder mit einem Moonkilt quasi in die Hängematte hineinzugehen, sich zuzudecken und einen zweiten Moonkilt eventuell sogar runter, also bei Minusgraden ganz klar. Rein theoretisch könnte man in den Moonkilt, der unten hängt, auch noch zum Beispiel eine Isomatte hineingeben, als Isolierung, als zusätzlichen Schutz, wenn es wirklich ganz kalt sein sollte. Das heißt, man kann den Moonkilt wirklich je nach Temperatur so adjustieren, wie man das Ganze braucht. Ja, vielen Dank fürs Zeigen und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, bitte. Jetzt sind wir wieder am Stand von Geagia, wo ich bis jetzt eigentlich immer bin, wenn auf der Messe ist. Ich habe da einige Sachen schon euch vorgestellt, wie zum Beispiel den Rucksack dahinter mir, was ich anhabe, oder als letztes die Isomatte. Und da haben wir auch wieder ein paar neue Produkte, zum Beispiel, da haben wir zum Beispiel Schlafsäcke, auch ganz neu mit Daune, oder zum Beispiel auch mit Primaluft gefüllte Schlafsäcke. Die zwei Varianten sind mit Primaluft gefüllt, teilweise bis minus 12 Grad extrem. Komforttemperatur ist 2 Grad. Was auch ganz neu ist, haben sie auch die wasserdichten Rucksäcke. Wie zum Beispiel da. Da haben sie auch verschiedene neue Modelle. Oh, der ist auch ganz neu, extrem leicht, wasserdicht, aus Katura-Material. Auch wo man ein Hydra-Pack hineinlegen kann, also eine Wasserblase. Extrem leicht, ideal fürs Radfahren oder Biken zum Beispiel. Und was sie auch ganz neu haben, ist zum Beispiel so ein Ground Sheet, so eine Unterlagsmatte. Ideal, wenn man zelten geht oder für sonst was.
Die Produkte wie immer von Ceragio. So Leute, jetzt sind wir am Stand von Grail, die was Wasserfilter machen. Ich habe in einem Video habe ich mal schon denen vorgestellt, wenn ihr euch erinnert, weil ihr seid zufrieden. Und jetzt heute habe ich einen neuen Wasserfilter, der Grail GeoPress. Und der Andrew wird uns das zeigen, wie das funktioniert. Hello. Hey, hello. Great to have you here. Thank you. Thank you very much. And we're here at the 2019 Outdoor Show in Munich, Germany. I'm Andrew Weber, the CEO of Grail, and we make the world's fastest and what I consider to be the best purifier virus level protection. So we're going to take out virus, bacteria, protozoa cysts. We're going to get rid of chemicals, metals, and we're going to make your water taste better and smell better. It also takes out microplastics, which a lot of people are thinking about today. It's easy to use, very fast. Pull your two bottles apart. This is your dirty side. We're gonna fill from any fresh water source. This could be out of a sketchy river in India. It could be out of a hotel tap in Vietnam. Anywhere you go, you can purify and filter water. Right now, we're gonna open up our vent cap. This is a containment cap. So your drinking surface stays covered, but it lets the air escape. And right now, I'm gonna just use my body weight. And I'm pressing with my body weight on the Topo press pad. So it's a very comfortable press. And in 10 seconds, I've purified and filtered 24 ounces of water from any fresh water source anywhere in the world. Bottoms up. Cheers. Cheers. Und man kann ca. 250 Liter Wasser mit einmal filtern und dann muss man wechseln. Thank you, Andrew, for showing. Thank you. Great to have you here. Thank you very much. Bye. So, wir sind am Stand jetzt von Solar Brothers von Frankreich. Hello. Und er zeigt uns jetzt live draußen den Solar Lighter, wie man damit eine Zigarette anzündet. Yes. So, you open the wings. After you take cigarettes, paper, everything, you put like this up. After I search the sun and you will see the magic. Up, after 3 seconds it's burning. Whoa. You stay 10-15 seconds like this, and after now you can take the cigarette and you smoke. Take, smoke. Up, perfect, it's burning. Braucht man kein Feuerzeug. Case. So Leute, jetzt ist es schon 16 Uhr. Jetzt wird es echt Zeit, dass wir endlich mal was essen. Jetzt gibt es Hamburger und Pommes dazu. Jetzt sind noch ungefähr noch 2 Stunden und nachher ist der erste Tag der Automesse auch schon wieder vorbei. Aber jetzt ist erst einmal Mahlzeit. Das war's heute mit der Automesse. Für heute lassen wir es. Jetzt ist es schon nach 5:30. Und wir suchen jetzt den Ausgang und gehen noch zum Auto. Und dann werden wir noch zum Campingplatz fahren. Und vielleicht, dass ich später noch mal kurz einschalte, wenn wir am Campingplatz sind. Auf heute lassen wir es. Wir sind ja schon seit fünf Uhr auf. Und jetzt den ganzen Tag gehen. Das schlacht schon ziemlich. Und ja, das schlacht schon ziemlich. Wir gucken, jetzt suchen wir gerade noch einen Ausgang und nachher fahren wir auf jeden Fall zum Campingplatz. Es war echt ein wunderschöner Tag, zwar extrem langwierig, aber echt super. Und morgen in der Früh geht es auf jeden Fall wieder weiter, zumindest bis Nachmittag. Für heute verabschiede ich mich heute für euch. Wie gesagt, vielleicht, dass ihr euch später noch beim Campingplatz dazuschaltet. Und sonst sehen wir uns morgen in der Früh wieder. Gut, ciao, Pferdink.